So, tut mir leid, Leute, wir waren gerade einfach off. Gerade hat mir das Ding angezeigt, ja, du bist offline. Von jetzt auf gleich. Deswegen, wir waren jetzt gerade einfach weg. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch übrig geblieben ist. Von Zuschauern. Das ist natürlich jetzt blöd, dass jetzt einfach weg ist. Aber egal. Ich meine, ist ja jetzt nicht komplett weg, so eine. Ich kann die Aufnahme ja eh wiederholen. Beziehungsweise, die ist ja auf Twitch gespeichert. Ne, so ist es ja nicht. Steht hier einfach zweimal willkommen im Chat. Ja, da sind wir jetzt schon wieder drüber. Das ist ja kacke. Aber das können wir ja gleich nehmen, um vielleicht das 187er zu kriegen. Gucken wir mal, ob wir mit K-Pokal irgendwas machen oder reißen können. 147, guck, da können wir doch. Vielleicht mal gucken. Ist merkwürdig, ja. Was gerade bei Twitch ist. Oder Streamlabs. Oder kann auch wegen meinem Internet sein. Weil Internet hat manchmal auch keinen Bock, Leistung zu zeigen. Deswegen. Alles soweit in Ordnung. Also ich kann mir denken, dass wir zu langsam sind. Wobei momentan sieht es irgendwie noch gut aus. Ja, der hat die Kurve jetzt richtig kurz genommen, Alter. Keiner kommt an mich vorbei. Keiner.
Ich gewinne. So, Rennen geschafft. Weil ich keinen Bock habe, das nochmal zu machen. Deswegen. Und wir haben jetzt gerade einen Wagen, wo wir es theoretisch schaffen können. So, ne? Deswegen, warum soll ich mir jetzt... Neun Wagen, cool. Warum soll ich, ne? Das nochmal probieren müssen oder halt, ne? Mit einem anderen Auto so, dies, jenes, wenn das irgendwie auch gerade funktioniert. So. Ist doch viel sinnvoller. So, Tahiti Road. Gefällt mir. Und für die Leute, die fragen, wie geht's meinen Schmerzen am Anfang des Streams, die sind immer noch sehr stark. Das tut richtig weh, ey. Ich lache jetzt so behindert. Ich kann gar nicht richtig laufen, ey. Also jetzt gerade so im Moment kann ich sehr, sehr schlecht laufen. Wenn ich jetzt gehen würde zum Beispiel. Ich würde ja gern schneller fahren, aber meine Freunde, ich kann nicht schneller fahren. Und mal der Typ da vorne hat sowieso easy going. Hole ich ja gar nicht mehr ein. Was sehr, sehr nervig ist, trotz Windschatten. Also jetzt gerade eher weniger, aber so. Versuche ja irgendwie auf geraden Strecken dem näher zu kommen. Okay, das Rennen habe ich jetzt noch gewonnen. Puh. Das war jetzt knapp, weil der Typ schnell ist. Ey. Der Suzuki Cappuccino. Merke ich mir. Irgendwann mal. Ich finde es ja schön, dass ich die ganze Zeit Wagen bekomme, aber es sind wahrscheinlich eher so diese Mehrwagen, die du nicht willst. Gut, vielleicht kann man die für andere Rennen benutzen. Also das ist so das Einzige, was ich jetzt gerade noch an Hoffnung habe. Ja.
so ein bisschen tunen, damit wir 147er Shortkurs rum machen können. Ist nicht gut. Nur 126. Das ist echt nicht gut. Das ist nicht viel. Ich weiß nicht mal, ob das reicht. Um K-Pokal durchzukriegen. Teilweise aber 22 HP zu wenig haben. So, ne? Normalerweise ist dann GG Gegner. Weil du zu langsam bist. Man kann vielleicht noch ein bisschen was aus seinen fahrerischen Skills rausmachen, aber eigentlich ist ja der Zug dann abgefahren. Oder sollte es jedenfalls sein. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es aber auch. Wie haben die Kurve denn hier schon wieder gefahren, so? Ernsthaft? Die sind da ja easy going durchgefahren. Auch die Kurve mal wieder. Wie fucking macht ihr das? Jetzt mal ohne Witz, wie machen die das? Ich will das voll gerne mal wissen. Ich meine, wenn ich trotzdem irgendwie gewinne, ist ja alles in Ordnung, so, ne? Aber. Tja! Gut, dann gucken wir jetzt kurz nochmal bei der GT-Serie. Na, hier sind wir schon bei 216. Ja gut, da sind wir komplett raus. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas anderes fahren können. Und ich glaube, nö.
295, da will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Nee, wir sind ja nicht mehr erreicht da. Ach, brauche ich gar nicht gucken, weil haben wir alle schon. Velcaprio. Jetzt okay. Warte mal, nee, wir sind doch 200, ne? Wir sind doch 100. Doch, wir sind 125, das ist doch viel zu wenig. Ich meine, ja. Ich habe schon wieder die Zahl vergessen, die wir sind, ey. Hab's nicht. Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir zu langsam hier. Da sind wir sowas von zu langsam für. Ja, 126. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich die ganze Zeit freigeschaltet? Ha? Mugen Beat. 61. Okay. Der könnte... Was sein? Das ist, glaube ich, Honda. Okay, und der Mazda Demio Aspect ist auch so ein Minifahrer. Genau. Ich meine, das wäre ein Honda, den wir jetzt haben, den Mugen. Wir gehen jetzt gerade auf 195, damit wir anfangen können. Ach, weil ich den Bremsbeleg brauche ich doch gar nicht. Perfekt, 195. Dann könnten wir noch auf 205. Ja, das macht es eigentlich auch schon. Aber mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht. Gucken wir kurz bei GT-Serie, was Japan sagt. Aber Japan ist, glaube ich, ja genau 197 haben wir schon. Dann Spezialserie. Das war FF. 295, das ist für. Langsam. Ah.
Aber den können wir starten. Also die Lenkung ist behindert. Sag ich jetzt ganz. Dafür sind wir halt von der Geschwindigkeit ein bisschen schneller. Höchstgeschwindigkeit, nicht Beschleunigung. Beschleunigung sind wir natürlich mal wieder im Bereich. Ja. Gegner sind wieder besser. Warum auch immer. Bewegt sich auch null. Junge, ich habe den Analogstick sowas von fast durchgebrochen, nach links gedrückt. Und Auto bewegt sich null. Du denkst dich so, ach du, links abbiegen, ne. Das ist für Langweiler. Also, wenn du so oder so gegen die Wand knallst, dann hätte ich auch mit voller Karacho dagegen knallen können. Wäre ich wahrscheinlich sogar genau, wäre ich wahrscheinlich besser herausgekommen. Aber ich sag ganz ehrlich, der Wagen ist absoluter Müll. Der war hier gerade für die Idee wunderbar, aber ich merke einfach, das Geld war überhaupt nicht wert. Überhaupt nicht. Ja, geht nicht. Das geht nicht. Entweder du hast die Geschwindigkeit drauf oder du hast es nicht drauf. So. Und wir brauchen halt ein bisschen Speed, sonst ja, hat sich das halt auch erledigt.
bist hier gerade sowas von der Verkaufung entgangen, Alter. Das sage ich dir, ey. Aber sowas von ganz knapp, ey. So, Wagen gekauft, Wagen gewonnen. So, dann haben wir den Rennen auch geschafft. Alles klar. Mugen Ferio. Was soll ich mit so welchem Wagen? Mal ohne Witz, was soll ich mit diesem Wagen? Die große Frage ist ja auch einfach, was fange ich denn jetzt gerade an? Welche Rennen starte ich denn jetzt? So, FF Herausforderung 295. Hause. Gucken, ob wir irgendwie 295 oder 345 haben. FV. Ich glaube, das habe ich aber alle schon. Klicke ich den eigentlich an, weil es ist so klar, dass der zu gut ist. Vier mal vier. Was haben wir denn 4x4? Ich weiß, dass der scheiße ist. Habe ich noch gar nichts gemacht. Und ich müsste mindestens 345 sein. Was ist das überhaupt für ein Typ? Klasse. 690, okay. Ach, Nissan. Nismo. Bei Nismo weiß ich sofort Bescheid, ist Nissan. Ne? Drüber. Da sind wir dann schon drüber mit dem Ding. Na, gucken wir mal, ob wir nah dran kommen.
Gut, ich meine natürlich, wenn wir mit dem Wagen irgendwie ein paar Rennen schaffen, wäre Bombe. Probewagen, würde ich schon sagen. Was ist das für ein Wort? Probe. Wohl Probe. ja. Vergesst es gleich. Aber wir haben Midfield. So. Ah, super. Die anderen haben so einen ähnlichen Wagen genommen. Eigentlich ist Midfield keine schwere Strecke, im Gegenteil, es ist eine einfache Strecke. Ich finde es super, wenn du einen Mini-Fehler gemacht hast, dreht alles durch. Sofort. Und durchdrehen, ey. Scheiß super, ey. Habe ich nicht vorher rein gesagt, dass dieser Wagen mich schon gerade schon einmal enttäuscht hat? Und das Schlimme, es tut es noch einmal. Warum? Warum kannst du nicht einfach deinen Scheißjob machen, fahren und nicht so einen behinderten Schleuderdrang durchziehen? Fahr einfach halt's Maul und der Cup ist durch. Ende. Sechster, weil du behindert bist, deswegen. Weil du ein dreckiges Scheißwagen bist, ey. Ich hoffe, kein Mensch nimmt dich mehr. So eine fucking Enttäuschung. Tut mir leid für den Kraftausdruck, aber das ist absolut lächerlich. Einen Fehler, boom! Auto tausendmal Umdrehung. Vorbei. Letzte verdammte Kurve in diesem Scheißrennen. Wieso muss das eigentlich in jedem Rennspiel oder hauptsächlich beim Gran Turismo der Fall sein? Letzte Kurve, Auto bockt. Warum bockt dieses? Warum? Was ist an der letzten Kurve bitteschön so unglaublich wichtig, dass man die verkackt?
Und das Geniale ist dann einfach, dann ist es vorbei. Rennen ist vorbei. Die Gegner ziehen durch. Keine Ahnung, warum auch immer die das hinkriegen. Ganz ehrlich. Erste Runde, die verkacken. Plötzlich zweite Runde. Bruder, das sind automatische Profis. So. Die zerstören. So, aber hier, bam. Zweite Runde. Das sind andere Gegner. Das sind nicht mehr die Gegner, die du gerade hattest. Das sind jetzt komplette Profimaschinen, so. Als Beispiel, so. Das habe ich in so vielen Spielen gehabt, so. Letzte Runde. Jungs, die schalten auf richtig, die schalten auf Meister oder Gottgleich. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ich habe auch keine Ahnung, warum der Typ jetzt gerade irgendwie schneller ist als ich. Aber was ich weiß, ich hasse diesen Wagen. Wie kann ein Nismo bitte schon so hart verkacken, dass es nicht wehtut? Weil ohne Witz, ey, warum verkackt das? Und ich gebe jetzt nicht die ganzen Schnickschnack-Tuning aus. Na, damit ich hier die Ruhe habe, so. Ganz ehrlich, den Wagen verkaufe ich und dann ist mir alles egal. Dann scheiße ich da drauf. Dann suche ich mir einen anderen Wagen, der besser geeignet ist und dann war's das. So. Aber dass dieser Wagen sofort sagt, ich will drehen, bei jeder verdammten Kurve, die es gibt. Und das Ding hat jetzt nicht so viele Kurven, wo man drehen sollte. Eigentlich sind das Kurven, wo man nicht drehen kann. Ne? Das ist ja eigentlich das Geile. So, das sind eigentlich Kurven, wo es mal passieren kann, ja. Wenn du zufälligerweise auf, hier an der Stelle, wenn du da über Gras oder über eine Matsch fährst, so. Ey, kein Thema, kann passieren. So, ne, kommst drüber, schätzt du falsch ab, kein Problem. So, ne. Aber es kann nicht sein, dass bei jeder Kurve, oder du bremst mal ganz kurz. Und, keine Ahnung. Will drehen, so. Wo ich mir denke, halt's Maul. Ja, sorry, aber was ist das bitteschön? Mach deinen Job und mach hier nicht so eine Scheiße. So. Wenn du keinen Bock hast, dann sag. Keine Ahnung, bestimmt findet man irgendeinen Kompromiss. Ich meine, ich verkaufe die und dann ist sowieso das Thema beendet, so, ne? Brauchen wir eh nicht drüber reden weiter, ne? Aber ich wollte einfach nur dieses Rennen hier haben, so. Dann habe ich japanische Meisterschaft jetzt durch. Dann gucken wir, ob wir Spezialrennen noch dieses ein Rennen da schaffen. 4x4 und, ja. Keine Ahnung, dann war's das schon. Vielleicht sogar, ja. Na, ich meine, so schwer ist das doch eigentlich nicht. Na, schade, dass wir kein Auto bekommen. Das ist echt blöd. Dass wir nur bei Spezialrennen anscheinend ein bisschen Autos bekommen. Ein bisschen. Ich meine, bei Rally haben wir ja auch keine Autos bekommen, ne? Ach, krass. So. Damit haben wir da schon mal einen Cup fertig. Hier machen wir dann Seattle Short Course und hoffen. Dass der Wagen keine Scheiße baut.
Können sich diese drei Wagen sich bitte schon so in diesen schmalen Kurven so hereindrücken, dass sie mir trotzdem noch die Nerven noch gehen. Lass ich kommentarlos. Aber ich sag gerade, ich bin jetzt gerade in den letzten 5 Minuten, seit ich diesen Wagen hier benutze, kurz davor, meinen einzigen PS3-Controller so heftig auf den Boden zu knallen, dass er hundertprozentig kaputt geht. Merkwürdigerweise, 5 Minuten, nachdem ich diesen Wagen hier benutzt habe. Wie kommt das? Weil es vielleicht daran liegt, dass bei jeder verdammten Kurve das Ding durchdrehen möchte, obwohl du ein scheiß 4x4 bist, der sowas von eine Balance haben muss. Du bist kein verdammter Hinterrad-Antrieb-Wagen. Da kann ich es noch verstehen, wenn du weg nach hinten ein bisschen, ne, ausbrechen willst. Gar kein Thema, so ganz ehrlich. Aber nicht. Also was? Ich muss sagen, die Gegner sind sehr aggressiv. Das bin ich nicht gewohnt. So, den holen wir natürlich nicht ein, weil wir effektiv gestört wurden. Was für eine Scheiße, ey. Unnötig. Unnötig, dieser zweite Platz. Scheiß Mazda. Ich hätte gewinnen müssen, ey. Ich finde es immer wieder gut, dass diese 2000 einfach komplett für den Arsch sind. Müssen wir halt nochmal machen. Da bleibt dann nichts anderes übrig, ne? Thank you.
Nein, 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 nein. Du wärst verkauft, du Bastard! Sowas wird verkauft. Dreckiger Wagen, ey. Wir haben es geschafft. Der Controller ist zwar nicht hundertprozentig kaputt, aber so schön eingedrückt. Muss ich mich drum kümmern. Also der Stream ist jetzt auf jeden Fall erstmal vorbei. Weiß nicht. Also speichern funktioniert, hoffe ich. Klappt. Ja, werde ich mir jetzt auf jeden Fall einen neuen Controller bestellen müssen. Ja, keine Ahnung. Ne, gut, Leute, das was mit Gran Turismo 2. Ich versuche den scheiß Controller irgendwie nochmal zu richten. Ansonsten zerstöre ich ihn. Alles klar, Leute. Bis denne.